lieben Care Stylos, willkommen am Care Action State zur Videopremiere. Es ist unfassbar und herzlich willkommen zu wirklich einer richtigen Premiere und zwar zur allerersten Folge des Beauty ABCs, Cares Beauty ABC. Ich habe es schon im Januar angekündigt, dass ich dieses Jahr unbedingt ein Beauty ABC machen will und ich habe euch auch schon abstimmen lassen dort damals, falls ihr euch noch grau erinnern könnt, bei der Frage der Woche, was wünscht ihr euch für ein Thema und ihr habt euch A wie Abschminken oder beziehungsweise Abschminkroutine beziehungsweise ich finde, also für mich ist die Abschminkroutine und die Abendroutine das genau das gleiche und deswegen A wie Abschminken, A wie Abschminkroutine oder A wie Abendroutine, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Das ist mir ganz egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt beim Buchstaben A. Und ich habe mir euer Thema da eben aufgenommen und werde jetzt in Zukunft dann immer wieder die Buchstaben hier einfließen lassen in meinen YouTube-Kanal. Und heute sind wir eben da bei der Abendroutine. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir wie immer einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch keine Care Stylos seid, dann wird es wirklich höchste Eisenbahn, weil ja heute ist schon der zweite Care Action Day. Das ist einfach irre. Und wer da, habt ihr wirklich was verpasst. Aber wer jetzt da frisch eingeschaltet hat, gar kein Problem. Einfach unten noch ganz schnell auf Abonnieren klicken. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, da würde ich mich auch ganz toll drüber freuen. Dann kriegt ihr nämlich noch mehr Zeug mit. Und auf Instagram, da blende ich euch mal hier meinen Namen ein und verlinke euch, euch unten in der Infobox. Und gerne dürft ihr mir auch in die Kommentare was schreiben, was ihr für eine Abschminkroutine habt, ob ihr auch Sachen so macht wie ich oder ob ihr es komplett anders macht oder was euch noch für Themen für das Beauty ABC interessieren würden. Nur mal vorneweg, das hier ist kein Muss, das ist nur ein Vorschlag, das ist der Weg, wie ich die Abendroutine gestalte, wie ich meine Abschminkroutine mache. Das ist kein Muss, ich bin keine Dermatologin, ich bin keine Hautarzt oder keine Kosmetikerin. Ich mache es einfach so, so habe ich es mir über die Jahre angewöhnt und ich habe mir auch, die Produkte dafür angeschaut, für meine Haut, für eine Mischhaut und was ich auch ganz, ich mache auch viele Dinge einfach so, wie ich mich damit wohlfühle. Das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, Wissenschaft hin oder her. Ganz wichtig, ihr müsst euch auch mit jedem Produkt einfach wohlfühlen und so wie ich das mache, so macht mir das Spaß und so mache ich es auch abends gerne und ja, ich fühle mich einfach wohl damit und habe nachher das Gefühl, meine Haut ist komplett gut gereinigt und das ist sie dann eigentlich auch. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich und übrigens, ja, bevor ich es vergesse, es wird in diesem Video auch noch eine Verlosung geben, die kommt allerdings am Ende des Videos, damit ihr jetzt nicht einfach abschaltet. Das sehe ich nämlich überhaupt nicht ein. Jetzt habe ich hier wirklich eine logistische Meisterleistung vollbracht und in meiner Küche, ihr seht ja, hier ist eigentlich meine Küche, mein Badezimmer irgendwie aufgebaut und ja, also von dem her, ich erwarte, dass ihr dran geblieben wird, ich erwarte, dass ihr mitgemacht wird und und am Ende des Videos gibt es dann auch noch ein Gewinnspiel, also von dem her, ja, das ist dann doch halb so wild, da kann man doch gut mal mitmachen, genau. Also gut, und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Tada! So, wie ihr schon mal sehen könnt, einen entscheidenden Schritt habe ich schon getan. Ich habe schon mal hier meine Haare zu einem Zopf gemacht und meine Fancy Panda, mein Fancy Panda Stirnband, das ich von Avon habe. Das gibt es übrigens auch jedes Mal im Katalog, also könnt ihr euch gerne auch mal bestellen. Richtig super süß und das hält bombenfest, also da kann kein Haar und nichts, da kann nichts passieren. Und von dem her sind schon mal die ganzen Haare aus dem Gesicht, das ist ganz wichtig. Dann kann man sich nämlich in Ruhe abschminken, genau. Und dann alle Schmuck gleich weg und hab ich nämlich schon gemacht und jetzt kommt noch meine Brille runter und jetzt, spätestens jetzt wird es schräg, weil jetzt sehe ich euch nicht mehr. Es ist echt traurig, ich bin leider kurzsichtig, ich brauche unbedingt wieder Kontaktlinsen. So geht das nicht weiter, Brille ist schön und gut, aber mit den Kontaktlinsen war es einfach ein Leben, das ich hatte und jetzt bin ich hier irgendwie so, ja, egal. Ich muss jetzt nochmal kurz aussetzen, sonst sehe ich euch nicht oder nur unscharf. Also ich sehe euch nicht, aber ja, egal. Auf jeden Fall, wir starten jetzt mal und ich habe heute komplett mein ganzes Gesicht geschminkt. Ich habe ein Augen-Make-up, ich habe Lippen, ich habe alles gemacht, damit ich euch auch wirklich auch alles zeigen kann. Und ich starte dann immer zuerst mal damit, mit einer groben Vorbehandlung, sage ich es immer. Das ist von Avon Skin So Soft, ist das ein Pflegeöl. Das könnt ihr auch einfach
für die Rasur oder so an den Beinen benutzen. Ich benutze das immer fürs Gesicht bei der Abendroutine. Einfach mal ich benutze es auch für die Beine, aber es ist ein Pflegeöl eigentlich, aber darum geht es einfach mal, das Make-up zu brechen. Alles, was so ein bisschen ölhaltig ist, wegzumachen. Und dann nehme ich das einfach. Und das ist sehr pflegend, das ist sehr schön und hilft einfach, diesen Teil einfach mal wegzumachen. Genau. Dann ist einfach mal nur so, um das Grobe einfach so wegzubekommen. Ich gebe das mir so in die Hand. Das ist so ein Sprüher. Riecht auch übrigens total cool. Und dann gebe ich mir das einfach mal hier so drauf und reibe mir mein ganzes Gesicht hier damit. Und ihr seht schon, wie sich das Make-up löst. Und gehe hier mal so grob drauf. Es kann auch sein, da verschmiert jetzt einiges. Ich gehe auch auf die Augenbrauen drauf, damit da sich die ganze Farbe rauslöst. Auf die Augen selber gehe ich noch nicht, weil ich mir nicht ins Auge fassen möchte und weil ich einfach hier, weil ich ja nachher einen Augen-Make-up-Entferner verwende. So, dann gehe ich hier mit dem Washi, ich weiß nicht, ob ihr die Washis kennt, die Washis sind einfach super. Mit dem gehe ich hier einfach rein und nehme das Ganze einfach ab. Grob. Das ist jetzt gar nicht wichtig, dass hier jetzt alles irgendwie super schon purentief rein weg ist. Also mit purentief hat das jetzt dieser Schritt überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur mal, dass mal so der grobe Schmutz einfach mal wegkommt. Ich gehe hier auch schon über die Augen ein bisschen drüber und ihr seht schon, da geht auch schon einiges weg. Und damit einfach mal das Make-up so ein bisschen verrutscht und wegkommt hier und genau. So, dann lege ich das mal hier so kurz auf die Seite und ich nehme übrigens auch immer, wenn ich abends meine Abendroutine mache, immer frische Sachen. Immer ein frisches Washi, immer frische Abschminktücher, immer frische ein frisches Gesichtshandtuch, damit ich nicht mich eigentlich reinige und dann eigentlich mir wieder den Schmutz irgendwie drauf mache. Und das lege ich jetzt mal hier hin. Genau. Dann nehme ich für meine Augen, damit spezielles Augen-Make-up weggeht, von Garnier Skin Active den Augen-Make-up Entferner 2 in 1. Der reinigt nämlich intensiv und pflegt die Wimpern. Und das macht man einfach ohne Reiben. Ich nehme da immer von Provin, habe ich hier solche Abschminkpads und da nehme ich immer, die sind voll cool, die kann man auch in die Waschmaschine schmeißen, wiederverwendbar und das sind so Mikrofaser-Dinger, das ist richtig super. Ich nehme die voll gern, gebe das da so drauf und gebe es einfach mal hier so aufs Auge drauf und dann nehme ich hier mal nochmal einen Spiegel her. Ich weiß nicht, ich brauche auch zum Abschminken immer einen Spiegel. Ich finde es immer so seltsam, wenn ich das dann, wahrscheinlich wenn ich da nichts sehe, wahrscheinlich liegt es da dran. Genau, und mache hier einfach mal das hier so weg. Ich lasse es immer zuerst mal noch so ein bisschen einwirken, damit ich das Ganze lösen kann von den Wimpern, die Wimperntusche und so. Und dann gehe ich hier einfach wieder her und mache das so. Ich reibe nicht so richtig, aber ich mache es halt dann weg hier so. Und ihr seht eigentlich schon, wie gut es funktioniert hat, jetzt im Vergleich zu dem Auge, das noch dreckig ist. Und da hier seht ihr die ganzen Schmutz. Genau. Gut. Dann nehme ich das zweite Tüchlein und gehe auf das andere Auge eben drauf. Und dann nehme ich jetzt einfach das hier. Mache das wieder so drauf. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und dann mache ich das hier drauf, aufs Auge. Genau, und dann nehme ich auch hier so den Schmutz einfach ab. Genau. So, und schon sind auf jeden Fall Lidschatten und Wimperntusche so weit weg. Wenn da jetzt auch noch nicht ganz alle Wimperntusche runter ist, dann ist das auch nicht so dramatisch. Ich mache nämlich so viele Waschgänge, das geht jetzt dann schon weg. Aber das löst sich jetzt einfach schon mal so und so gehe ich einfach davor. Genau, das stellen wir auch mal wieder hier hin.
bestimmen bis dahin. Es ist echt hier sehr, sehr beengt. Ich bin echt hier, also ihr wisst gar nicht, was hier los ist auf dem Tisch. Das ist echt irre. Naja. So, dann kommen wir auch zu einem ganz, ganz interessanten Tool, das ich noch gar nicht so lange habe und das ich eigentlich mehr teste. Also ich muss ehrlich sagen, ich stehe total drauf, so auf diesen Reinigungsschritt, diesen ersten mit diesen Reinigungsbalsams zu machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so auch so was, das Erste, was man tun kann. Und nachdem man eben das Öl gebrochen hat und so, das Make-up gebrochen hat. Und ich habe jetzt da momentan gerade einen, der normalerweise für, mir ein bisschen zu teuer wäre. Aber den habe ich über die Glossy Box oder die InStyle Box bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, welches war. Auf jeden Fall ist es von Emma Hardy der Moringa Cleansing Balsam. Das ist auch ein ganz cooles Teil mit antioxidativem Moringa-Samenextrakt, Meeresfenchel und Vitamin E drin. Und das Coole ist halt, der reinigt die bis tief in die Poren. Und er verfeinert sie auch. Und ich habe auch so ein bisschen Poren hier auf der Nase. Und von dem her ist es richtig super. Und das ist ein richtiges Edelprodukt. Also richtig, das sieht so aus. Da sind auch mehrere verschiedene Öle drin, Rosenöle und so weiter. Und ganz spannendes Produkt. Und das soll man so eben in die Finger, auf die Finger nehmen und so ein bisschen zerreiben. Und dann überall auftragen auf der Haut. Also gar nicht so viel, sondern nur so ein bisschen. Und dann überall auf der Haut auftragen. Ein bisschen erwärmen, dass es flüssig wird. Und dann hier überall auftragen. Genau. Manchmal hier so. Und dann einfach schön einmassieren. Ich mag sowieso solche Gesichtsmassagen, gerade am Abend. Ich finde zum Beispiel ganz krass, wie man da seinen Stirnlappen, einfach diesen Muskel da drin, wie man den entspannen kann. Also es ist echt krass, wie verkrampft der doch am Abend einfach ist, von der ganzen Denkerei oder vom ganzen Nichtstun, wie auch immer. Vom ganzen Blödsinn ausdenken. Und dann, wenn man damit fertig ist, und ich finde echt, wenn man den so ein bisschen massiert, dann entspannt er total. Dann merkt man erstmal, wie man seine Stirn die ganze Zeit in Falten gelegt hat und auf einmal ist sie ganz, ganz entspannt. Ja, und auf jeden Fall soll man dann wieder, nehme ich dann wieder das Washi, das Nasse und ein bisschen lauwarm und tu damit eben wieder dieses Cleansing Balsam und dieses Reinigungsbalsam ganz sanft wieder weg. Das ist einfach so toll. Es riecht auch ganz, ganz toll, dieses Balsam, muss ich ganz klar sagen. So, genau. Und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Schmutz hier in unserem Washi drin, anstatt auf unserer Haut. Genau. Gut. So, und nach der Reinigung eben mit diesem Cleansing Balsam gehe ich jetzt hin. Das ist etwas, was ich wirklich schon jahrelang und täglich mache. Und zwar ist es von Hey Organics das Waschpeeling. Das ist ein Peeling, das ist für jeden Tag geeignet, weil es eben nicht ganz so viele Peelingpartikel enthält und eben auch eben ein Waschgel. Und das ist richtig, richtig super. Es ist total belebend, total erfrischend. Es riecht voll super. Es ist ein veganes Produkt. Es ist biokontrolliert, biokontrollierten Inhaltsstoffen. Da ist Kaktusfeigenkernöl. Ich finde es so ein schweres Wort. Ich weiß nicht, ich verplappere mich da. Aber Kaktusfeigenkernöl und Kaktusfeigenblütenwasser ist das, das ist da auf jeden Fall enthalten. Und das wirkt sehr antioxidativ, entzündungshemmend. Und das ist wirklich, das reinigt bis tief in die Poren und ist super belebend und super erfrischend. Ich liebe die Marke Hey wirklich sehr. Und das gebe ich, schaut euch mal das an, gerade Glück gehabt, das war so, gebe ich dann immer so eine Menge drauf. Und dann feuchte ich schon mal so ein bisschen mein Gesicht an. Ich weiß nicht, ich mache das immer so rum, keine Ahnung warum.
und gebt dann dieses Waschgel einfach drauf. Und das sind ganz leichte Peeling-Partikel drin, aber richtig toll. So, nachdem und dann nehme ich eben mein Handtuch und reibe so ein bisschen ganz leicht und ganz sanft. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die sagen, man soll tupfen. Das kann ich, ich muss ehrlich sagen, das mit dem Tupfen bekomme ich nicht so gut hin. Weil ich habe dann das Gefühl, irgendwie, ich drücke den Dreck noch dran. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich gehe ganz leicht und vorsichtig. Reibe, das ist nicht so richtig reibe, hier ein Wischen, gehe ich über mein Gesicht drüber und dann ist es schon mal richtig toll erfrischt. Also man fühlt sich richtig toll nach diesem Peeling, ich liebe das. Ich glaube, ich werde das auch nie mehr los. Das benutze ich jetzt schon so lang und es ist einfach super für mich. Ich fühle mich damit richtig toll. Man hat so das Gefühl, man wäscht so den Alltagsstress einfach weg. Das ist richtig wohltuend. Und genau, und das habe ich jetzt gemacht. Und dann kommen wir zum entscheidenden Tool. Und zwar kommen wir jetzt zum Lumi. Genau. So, und wir starten jetzt mit dem Lumi. Und zwar, ich mache da immer zuerst mal mein Gesicht nass, bevor ich den verwende. Und gehe hier mal mit meinem Waschgel, das ich von Nu Skin habe, hier mal so drauf. Und verteile das auf meinem Gesicht. Manche machen das auch immer mit dem Lumi, dass sie es verteilen. Ich mache das immer so, das ist das die Reinigungslotion zum Lumi. Ich habe die für normale bis Mischhaut und so. Und jetzt gehe ich einfach her mit dem Lumi. Den Lumi, falls ihr da Näheres dazu wissen wollt, da kann ich euch empfehlen, den Livestream von heute Mittag vom Care Action Day anzuschauen. Da war nämlich eine New Skin Beraterin, die hat den erklärt und später wird auch mal noch ein Lumi Video kommen beim Buchstabe L. Aber jetzt möchte ich hier in den Rahmen nicht springen. Und dann macht man hier einfach so diese Bürste ein wenig nass oder beziehungsweise diesen Silikonaufsatz. Das ist medizinisches Silikon, das man einfach, das einfach für die Haut einfach super ist. Und dann kann man hier einfach sein Gesicht damit reinigen. Das ist so geil. Und nach ein paar Sekunden, man macht da Partie für Partie und reinigt so einfach sein Gesicht. Und nach 30 Sekunden kann man einfach, oder nicht nach 30 Sekunden, nach ein paar Sekunden macht ihr auf einmal so ein Geräusch. Moment, kommt bestimmt gleich. Genau, und dann weiß man, man muss die Partie wechseln im Gesicht. Und das ist einfach so super. Es ist einfach immer das Gleiche. An der entscheidenden Stelle kackt meine Kamera immer ab. Ja, ich habe jetzt mein Gesicht mal mit dem Lumi zu Ende gereinigt. Und ja, auf jeden Fall, so sieht es dann hier aus. Das ist dieser Aufsatz. Und das Coole ist halt daran, das ist echt wie so eine Gesichtsmassage. Und ihr seht schon, da sind solche Noppen dran. Das gibt auch was richtig entspannend ist, ist dann einfach, dass das ist so ein klitzekleines Sauggefühl, das da dran ist. Und da wird einfach die Pore leer gesaugt. Da wird einfach nochmal der Schmutz, obwohl ich schon so ein paar Schritte hinter mir habe, ist dieser Schmutz richtig braun. Da ist einfach nur Talg und Schmutz in den Poren drin gewesen und der muss einfach raus und das schafft eben dieser Lumi. Und es ist echt eine tolle Gesichtsbehandlung, es ist eine tolle Massage, fördert auch die Durchblutung. Und wer aber noch mehr zum Lumi erfahren möchte, wie gesagt, den kann ich empfehlen auf meinem Instagram-Profil. Da gibt es vom Care Action Day einen Livestream, bei dem ich mich mit einer New Skin Expertin praktisch unterhalte. Und die von New Skin, das ist die Firma, die den Lumi eben hat. Da hat die alles erklärt, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Zur Gesichtsreinigung allgemein, aber auch mit dem Lumi. Und was der so kann und warum und wieso. Und ich werde zum Lumi auf jeden Fall auch noch ein Video machen. Die Frage ist jetzt nur, bei welchem Buchstaben, bei G wie Gesichtsreinigung oder bei oder Gesichtsreinigungsgeräte oder bei
LB Lumi. Das müssen wir dann mal schauen, aber auf jeden Fall, darüber wird es auf jeden Fall auch mal noch ein Video geben, weil ich weiß auch, dass viele von euch dieses Tool richtig super finden und oder interessant finden. Und ja, genau. Und jetzt machen wir hier weiter. Ich hoffe, ich schaue immer in die richtige Kamera. Ich muss immer schauen bei der anderen Kamera. Das ist echt ärgerlich. Es ist immer so, immer wenn ich an der entscheidenden Stelle kackt einfach der Akku von dieser Kamera ab. Und es ist einfach, also ganz ehrlich, es ist echt super ultra nervig. Da muss ich mir mal noch was anderes zulegen. Aber eigentlich ist sie gut, die Kamera. Aber der Akku ist echt scheiße. Und das Schlimme ist, man kann auch nicht mal eine Batterie anschließen, weil das ist so eine externe, weil das funktioniert irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, wir machen jetzt weiter. Genau. Und ich finde, man sieht auch richtig gut, es ist mein Gesicht richtig schon gereicht. Die Poren sind auch ein bisschen offener jetzt noch. Und das Schöne ist einfach, dass der Lumi, also ich finde auch wirklich, der Lumi hat mein Hautbild verbessert, beziehungsweise auch eben gerade das mit diesen öligen Stellen. Also der Lumi, ich bin wirklich sehr begeistert. Ich habe ja eher eine Mischhaut und meine T-Zone, seit ich den Lumi habe, ist bedeutend weniger fettig und bedeutend, ja, glänzt nicht mehr so stark, wie sie früher geglänzt hat, und das ist einfach echt super. Und dann noch eben als abschließende Reinigung mache ich eben immer von Avonutra Effects noch ein Micellen Cleansing Gel dran von der Reihe Soothe. Das ist auch von Avonutra Effects, das ist so für sensible Haut. Ich mache das einfach nochmal ran, weil es einfach eine schonende Reinigung ist und weil es einfach nochmal so eine abrundende Reinigung ist. Und das mache ich einfach nochmal hin. So. Also ich muss echt sagen, wenn man dann mal auch so mehrere Waschgänge hinter sich hat, das ist so erfrischend. Ich muss echt sagen, ich mag dies. Ich bin auch echt jemand, ich mag das abends. Das scheint jetzt sehr aufwendig zu sein, aber ich mag das. Es ist wie so ein Beauty-Ritual und man tut einfach mal, vielleicht geht es jetzt auch eine halbe Stunde, aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich auch das Ganze langsam mache, ich lasse mir da auch echt Zeit. Aber ich mache das so gern, weil es einfach wie so ein Abend-zu-Bett-gehen-Ritual ist. Es ist so toll, es ist so erfrischend. Man fühlt sich danach eigentlich richtig gut und kann nachher befreit vom Alltagsstress, den man den ganzen Tag mit sich rumgeschleppt hat, kann man so ein bisschen abschalten und kann sich langsam dann in das Land der Träume begeben. Und das ist einfach nochmal so ein richtiger Kick am Tag, finde ich. So eine kleine Me-Time im Bad. Das ist auch das, was ich so an Beauty liebe. Also jede Creme, die man sich hinschmiert, jedes, egal wie man es macht, es ist immer auch eine kleine Sekunde, in der man nur was für sich tut. Nicht für die Kinder, nicht für den Mann, nicht für irgendjemand, sondern man steht im Bad und cremt sich ein für seine schöne Haut und man fühlt sich danach gut, weil die gut riecht oder irgendwas. Und das ist einfach so wertvoll und deswegen mag ich dieses Beauty-Thema so gern. Und gerade abends bei der Abendroutine lasse ich mir echt auch viel Zeit, dass Entspannung und Ruhe reinkommt und dann dauert es halt eine halbe Stunde, das ist mir dann auch wurscht. Genau, vielleicht ging es auch schneller, wenn ich mich schneller beeilen würde, aber da habe ich keine Lust dazu abends, genau. So, dann kommen wir zum nächsten, dann nach der Reinigung kommt ein ganz, ganz wichtiger Schritt und zwar ist es das Tonic, also der Toner oder das Gesichtswasser oder wie man es auch immer nennen mag. Und ich habe hier wieder das von Hey mit Kaktus, Feigen, Korn, Öl und ja, und ich habe nämlich eins vergessen und zwar hier meinen Cognac-Schwamm. Das ist ein Cognac-Schwamm von Balea mit grünem Tee und ich trage mein Gesichtstonic, um eben den pH-Wert wieder zu neutralisieren und einfach auch um nochmal letzten Schmutz wegzunehmen und auch einfach um wieder Feuchtigkeit zu spenden. So als und damit nachher auch die ganzen Pflegeprodukte einfach gut in die Haut wieder eindringen können. Damit das ist so, ich sag's immer so, das ist immer so der Schlichter zwischen Reinigung und Pflege. Das ist so die Zwischenbasis, ohne das geht's nicht. Und ja, das greift einfach alles ineinander. Und da ist eben der Toner ganz, ganz entscheidend. Und ich habe eben den hier von Hey. Und ich liebe ja, wie gesagt, die Marke. Und ich mache den immer mit einem Cognac-Schwamm drauf. Ich habe hier von Balea
einen Cognac-Strong mit grünem Tee. Ich habe immer einen Petting Sponge dazu benutzt, ursprünglich. Und Petting Sponge, das war einfach super, weil das hat einfach dafür gesorgt, dass man das Tonic viel besser. Oh, das riecht so geil. Das riecht so nach Zitrone. Und Kaktus, Feigen, Kern und so. Also, es riecht auf einfach total erfrischend und oh, ich liebe diesen Geruch wirklich. Das ist total belebend. Also, das ist auch echt so ein frischer Kiel, so total belebend. Da ist da Orange oder sowas drin. Oh, auch noch. Also, das ist echt, oh, ich liebe das. Auf jeden Fall, ja, ich hatte immer einen Petting Sponge. Das war dieser Sponge an einem, so einem langen Stab. Ich habe euch den manchmal auch gezeigt. Der war von Fräulein Bee Berlin Kosmetik und der war das explizit dafür gemacht, um Tonics aufzutragen. Gesichtswasser und so. Genau. Und ich habe den allerdings nicht mehr herbekommen und deswegen habe ich einen genommen, der eine gleiche Struktur hat. Und das ist eben jetzt gerade dieser Cognac-Schwamm. Der hier ist mit grünem Tee. Ob jetzt dieser grüne Tee in diesem Schwamm was macht, ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen. Grundsätzlich grüner Tee ist ja für die Haut und auch für so für den Körper eigentlich ganz gesund. Trinken würde ich ihn nie, weil ich ihn nicht mag. Ich bin eher so der Früchtetee-Mensch und nicht so der Kräutertee-Mensch. Aber ich habe eine Matcha-Maske zum Beispiel, da ist auch grüner Tee drin und so weiter. Also grüner Tee ist eigentlich beautymäßig voll super und sehr gesund. Und ob das jetzt aber in einem Schwamm irgendwas auslöst, keine Ahnung, da bin ich überfragt. Auf jeden Fall ist es halt voll cool, weil man dosiert so sein Tonic einfach besser und kann es wirklich super schön einarbeiten. Also ich mag es und es ist auch nochmal wie so eine kleine Gesichtsmassage. Und jetzt, anstatt dass man die Hälfte dann ins Waschbecken kippt, kann man das jetzt hier so super auftragen. Auf dem ganzen Gesicht verteilen. Das ist so geil. Ich habe das schon so vielen Leuten gesagt, viele gucken mich dann immer dumm an, weil ich jetzt da einen Cognac-Schwamm verwende. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, es war die beste Entscheidung meines Lebens immer. Also wirklich. Und dann drehe ich immer die Seite rum, da wo es ganz trocken ist. Und arbeite das nochmal so ein bisschen ein in die Haut. Das ist so schön, wirklich. Da mache ich auch immer so automatisch die Augen zu, weil es einfach so toll ist. Wie so eine kleine Massage und. Genau. So, und dann habe ich soweit mein Gesicht tonifiziert oder wie auch immer man das dann mag. Genau, und dann kommt auch ein ganz entscheidender Schritt, den ich immer mache. Und zwar kommt immer nach dem Tonic mein Gesichtsroller zum Einsatz. Ich hab morgens einen von Rosenthal, den Rosenquarz, den klassischen, den rosanen, den man halt so kennt. Den benutze ich da immer für morgens. Und für abends benutze ich von Melusin, den habe ich mal aus einer Pinkbox bekommen, genau. Von Melusin Paris nutze ich da einen Jade-Roller. Ich finde den eigentlich ganz cool. Und Jade-Roller soll man immer abends verwenden. Jade ist dieser Stein. Und dann gibt es eben den Rosenquarz, den soll man eher morgens verwenden. Ob das jetzt den entscheidenden Unterschied bringt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Was ich manchmal das Gefühl habe, ist, dass es tatsächlich ist, also je nachdem, was man für einen Stein benutzt, der Glow im Gesicht ist ein bisschen anders, also habe ich manchmal das Gefühl. Aber vielleicht ist es auch nur Einbildung, das kann ich nicht so genau sagen. Letztendlich, ich nehme hier jetzt abends eben immer den Jade-Roller, die sind immer schon so richtig geil kalt. Ich liebe das. Ich spiele ja immer sogar mit der Temperatur. Und ich fahre immer 5 Bahnen entlang. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gehe ich wieder weiter und arbeite mich so das ganze Gesicht entlang. So, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich finde schon, dass man hier schon sieht, wie so eine Frische ins Gesicht eingezogen ist und auch, dass es so ein bisschen gestrafft ist und so ein bisschen gekettet nach oben und wie einfach auch so ein bisschen so ein Glow eingezogen ist in die Haut wieder. Und ja, das hat einfach gut getan jetzt. Und ich mache das dann auch immer hier noch so am Hals runter, damit praktisch wirklich der Wasserfluss, damit das Wasser eben nach unten fließen kann. Und ja, genau. Habe ich mal irgendwo gesehen, das soll man so machen und ich hoffe, dass es dann auch was hilft.
Ich habe immer ein bisschen Angst bei den Rollern, dass mal in 50 Jahren rauskommt, dass das eigentlich völliger Schwachsinn war. Und dann zeigt man solche alten Dokumentationen, wo jeder sagt, oh Gott, was haben denn die Frauen damals für komische Sachen gemacht? Aber naja, es ist egal. Ich fühle mich wohl damit. Und jetzt mache ich noch mein Serum drauf. Und zwar habe ich hier von No Cosmetics mein Rebalance Serum mit Eigenextrakt und Inulin. Das ist gegen Rötungen, gegen fettige Haut, also gerade für Mischhaut sehr gut geeignet und reguliert einfach mit einem Mikrobiom. Das reguliert einfach so ein bisschen die Haut und damit die einfach wieder in eine Balance zurückkehrt. Und ich finde es so toll. Ich liebe No Cosmetics. Ich bin dann mal drauf gestoßen über ein Video und ich bin hin und weg. Das ist einfach eine tolle Marke, die gibt es bei DM. Und gratis Serien, die finde ich einfach nur der Wahnsinn. Und ich verreibe das dann so in der Hand und tätschel das dann so auf mein Gesicht. Genau, verteile es überall, auch unter dem Auge. Finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man das da verteilt. Und dann klopfe ich das hier so ein, von oben bis unten. Und gebe den Rest an der Hand noch so ein bisschen auf den Hals. Und dann wird es automatisch, könnt ihr das schon sehen? Ich weiß nicht, also ich sehe es, immer jedes Mal. Das gleicht das Hautbild schon mal viel, viel verfeinerter und man hat einen Glow im Gesicht, man sieht gesund aus. Und das ist, aber das Tolle ist, es hat auch echt einen langanhaltenden Effekt und ich liebe diese Serien von No Cosmetics. Ich finde es so super. Und die sind einfach auch echt, muss ich echt sagen, ich finde eine der günstigsten. Die sind halt einfach nicht so saumäßig teuer. Serien sind immer ein bisschen teurer, weil eben die Wirkstoffe so krass sind. Aber das ist hier echt günstig und es ist ein Clean Beauty Produkt, also die achten hier wirklich drauf, dass es komplett vegan ist. Was steht denn hier noch so drauf? Genau, also Moment mal, 100% vegan, Clean Beauty und wir glauben an Clean Beauty, vegan und ohne Mineralöle, Silikone, ohne Parabene oder PEGs. Und also es ist wirklich ein Produkt, das ich absolut empfehlen kann. Ich bin richtig begeistert und es enthält keine schädlichen Stoffe. Man kann das super verwenden und es ist eigentlich auch, finde ich, für ein Serum relativ günstig. Und ja, genau. So, jetzt setze ich hier mal meine Brille auf, dass ich auch jetzt mal sehe, ob ich in die Kamera überhaupt reinschaue. Ist echt ein bisschen schräg jetzt so mit dem Handy. Auf jeden Fall, ja. Jetzt kommt der nächste Step und zwar jetzt kommt meine Gesichtscreme und da verwende ich jeden Abend, ich liebe diese Gesichtscreme von Avon Care, die Avocado Mehrzweckcreme. Das ist eine Mehrzweckcreme, die kann man eigentlich für Gesicht, für das Gesicht, für die Hände und für den Körper benutzen, für den ganzen Körper. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze die immer nur für das Gesicht abends und das ist halt echt so, also ich liebe diese Creme, die riecht einfach schon mal super, die ist ein bisschen fettiger, die ist ein bisschen fetthaltiger, aber auch total feuchtigkeitsspendend. Und das ist eben genau das, was meine Haut, meine Mischhaut so dringend braucht, gerade also überwiegend feuchtigkeitsspendend. Und was ich halt auch echt total liebe an ihr ist, man fühlt sich, die ist auch dann so schön kühl und das fühlt sich dann echt an, als hätte man gerade irgendwie ein, also kaltes Wasser über sein Gesicht geschüttet, einen ganz kalten Eimer mit Wasser, einen ganzen Eimer mit kaltem Wasser. Das ist so erfrischend, diese Creme. Ich liebe das so sehr. Und die trage ich jetzt kurz hier auf und riecht, oh, die riecht so geil, wirklich. Und es sind 400 Milliliter. Ich krieg die, es ist nicht tot zu kriegen. Ja, ich krieg's nicht weg. Es ist echt irre, wie ergiebig die einfach halt auch ist. Und dann nehme ich nur einen Finger voll und dann gebe ich das wirklich so auf meine Haut und creme mich damit ein. Ich liebe diese Creme. Und wie das duftet, oh, ist das, also wirklich, ihr solltet das echt riechen können. Das ist mega, wie das duftet. Ich liebe das. Und den Rest, den gebe ich einfach hier so. Ich habe übrigens auch meinen Lippen damit eingecremt und den Rest gebe ich einfach, den ich auf dem Finger habe, gebe ich einfach hier so aufs Dekolleté und an den Hals und so. Das mache ich immer auch nur mit, weil das einfach so, das gehört einfach auch gepflegt und ja, ich habe da eh ein bisschen trockene Haut und von dem her, ja. Und ihr merkt schon immer, ich mache schon immer
die Augen zu. Einfach, weil es so ein cooles Gefühl ist, wirklich. Es ist so erfrischend. Und ach, diese Creme ist wieder so belebend für die Haut. Das ist echt toll. Richtig. Mir macht Abendroutine echt Spaß, muss ich ganz klar sagen. Genau. Dann setzen wir mal wieder die Brille auf, damit ich euch wieder sehen kann. Weil jetzt bin ich mit meinem Gesicht eigentlich so weit fertig. Die zieht auch echt super schnell ein, muss ich echt sagen. Das ist gar nicht so, dass ich jetzt da irgendwie so einen fettigen Film oder so drauf habe. Und ihr seht auch, die ist echt für meine Haut optimal. Ich fange jetzt auch nicht irgendwie extrem an zu glänzen oder so, sondern es ist echt gut. Also für Mischhaut super geeignet. Dann gehe ich jetzt hin und auch wirklich, eigentlich ist sie für alle Hauttypen geeignet. Das ist ja auch noch das, gell? Also die ist eigentlich für alle Hauttypen geeignet. Ich sage jetzt immer Mischhaut. Aber ich gehe halt von meiner aus, da funktioniert sie echt prima. Und ja, also ich bin echt richtig begeistert von dieser, von meiner Nachtcreme. Das ist eigentlich, ich könnte es jetzt auch als Tagescreme benutzen oder so und als Handcreme. Wirklich, ich habe die auch als Handcreme, aber in einer Tube. Also das ist dann aber keine Mehrzweckcreme, sondern wirklich eine Handcreme. Die hat noch nur ein bisschen eine andere Textur. Es ist so eine tolle Handcreme. Ich liebe diese Handcreme. Ich habe also die Avon Care Avocado Handcreme und die Avon Care Kakao Butter Handcreme sind die besten. Und genau. Und die habe ich jetzt hier halt eben als Nachtcreme. Das ist eben diese Gesichtscreme. Genau. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Und zwar, ich will dann immer abschließend noch. Tue ich mir noch immer was Gutes, indem ich meine Lippen eben noch pflege. Ich mache es immer so, die eine Woche mache ich es immer mit einem Lippenscrub und mit dieser Avon Naturals, mit diesem Balsam hier. Das ist eine Feuchtigkeitsbalsam mit Honig drin und Bienenwachs. Das ist so cool für die Haut. Das ist einfach ein Schutz und gerade nachdem man dann gepeelt hat, ist es richtig, richtig schön und feuchtigkeitsspendend. Heute ist in der anderen Woche, also ich wechsle da immer wöchentlich ab, da verwende ich dann gerade eben von dieser Kakaobutter-Handcreme, da gibt es nämlich auch die perfekte Lip-Butter dazu und die verwende ich und die riecht einfach so toll. Die riecht, wie wenn man gerade Kakao gekocht hätte. Ich finde es so cool. Also die riecht jetzt nicht, keine Angst, nicht zu süß oder so oder auch nicht nach Kava, sondern es riecht halt wirklich nach, nach Kakaokochen im Haus. Und das gebe ich mir auch so auf die Lippen. Und das riecht einfach so beruhigend und gut und... Oh. Und der allerletzte Schritt, allerdings kann ich den jetzt nicht machen, weil ich gerade meine Handcreme nicht da habe. Das ist genau von dieser Kakaobutter, von diesem Lip Butter, da gibt es auch die passende Handcreme und die mache ich abends immer hin und dann riecht mein, also hier riecht es nach Avocado, dann riecht das andere riecht nach Kakaobutter, es riecht wirklich so gut. Da kann man so toll einschlafen damit, das ist richtig super. Ja, also kann ich nur empfehlen, genau. Soweit, so gut. So, meine lieben Care-Cyclos, das war es jetzt soweit von mir. Das war jetzt meine Abendroutine, so wie ich das mache, so wie ich mich abschminke, so wie ich mich abends pflege zum ins Bett gehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch trotz der ganzen Umstände, dass da mein Video so, meine Kamera so ein bisschen abgekackt ist. Ja, ich arbeite an der Technik noch ein bisschen. Und auf jeden Fall, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Produkte haben euch gefallen. Wenn ihr was davon kennt oder wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, schreibt mir gerne in den Kommentaren. Ich beantworte alles und wir können uns auch super gerne austauschen. Ich freue mich darüber. Und ansonsten, ach ja genau, kommen wir noch zum Gewinnspiel. Oh Gott, das hätte ich jetzt fast vergessen, vor lauter. Ja genau, und zwar, ich verlose nämlich heute in diesem Video was. Und zwar einmal von Hey, meine zwei Lieblingsprodukte. Und zwar von Hey, das Waschpeeling. Und von Hey, das Tonic. Also das könnt ihr heute hier gewinnen. Was ihr dafür alles tun müsst, das habe ich unten in der Videobeschreibung stehen. Das wiederhole ich jetzt hier nicht nochmal alles. Schaut es also genau an und ihr habt auf jeden Fall bis 24 Uhr Zeit, euch zu melden und beziehungsweise damit zu machen. Und ja, also es ist auf jeden Fall super. Und ja, ich würde sagen, der Care-Act-Day ist damit jetzt beendet. Es ist so cool, wirklich. Ich möchte mich da auch nochmal in aller Form bei allen bedanken, die mitgemacht haben, die ganzen Zuschauer. Ich
Ich möchte mich bei all meinen Care-Stylists bedanken. Was ich in den letzten 2 Jahren hier erleben durfte, das ist einfach nur der Wahnsinn, wirklich. Und deswegen möchte ich euch etwas zurückgeben mit diesen ganzen Verlosungen hier. Und das ist jetzt eben, das sind übrigens jetzt ganz frische neue Produkte natürlich, gell. Ist ja klar, ihr bekommt nicht die benutzten. Genau. Aber auf jeden Fall, das könnt ihr gewinnen, dieses Set hier. Und ich hoffe, ihr macht mit und ich drücke euch ganz fest die Daumen und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Abend. Ich hüpfe jetzt schnell ins Bett und frisch gereinigt, frisch sauber. Ihr seht, ich finde, das sieht man auch richtig, dass jetzt meine Haut schön sauber ist und da ist auch kein Make-up mehr und irgendwas und ist super gepflegt. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend und wunderschöne Träume und viel Spaß, das war's, eure Care. Ciao! 3